Zu einer Explosion aufgrund eines Kurzschlusses einer Hochspannungsleitung ist es im 15. Wiener Gemeindebezirk in der Märzstraße Ecke Löhrgasse gekommen. Das Ganze hat sich zugezogen im Rahmen von Arbeiten einer bereits bestehenden Baustelle. Hier wurde an den Leitungen, an den Kabeln im Untergrund gearbeitet, nicht jedoch an der besagten Hochspannungsleitung. Die Ursache für diesen Kurzschluss und für die darauffolgende Explosion, für den Knall, die ist noch unklar. Tatsache ist, der Kurzschluss, der hat sich ereignet und ein weit hörbarer Knall war die Folge. Die Anrainer waren ziemlich erschreckt. Man dachte zuerst an eine mögliche Gasexplosion mit möglicherweise verheerenden Folgen. Jedoch konnte kurz darauf zumindest eine einstweilige Entwarnung gegeben werden, da es sich hier nur um diese Hochspannungsleitung gehandelt hat. Es waren die Einsatzkräfte unmittelbar vor Ort, sowohl die Feuerwehr als auch die Netze Wien sowie entsprechende Rettungseinsatzfahrzeuge, die waren natürlich hier zur Vorsicht bereits angerückt. Es kam zu keinen Personenschaden, auch keine weiteren Sachschäden über diese beschädigte Leitung hinaus. Die Menschen, die Anrainer, sind hier mit einem Schrecken davongekommen und der Schaden, der konnte relativ schnell wieder unter Kontrolle gebracht werden. Ein kurzer Schwelbrand, wie er bei solchen Kurzschlüssen üblich ist, der konnte gelöscht werden und Wien-Netze sind bereits hier mit den Reparatur- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Es hat sich, wie gesagt, um eine Hochspannungsleitung gehandelt. Eine Hochspannungsleitung führt in der Regel rund 10.000 Volt, anders als bei einer Schwerstromleitung mit rund 380 Volt. Also es hätte hier durchaus Probleme geben können. 10.000 Volt sind hier durchaus eine gefährliche Marke für Leib und Leben. Und insofern kann hier durchaus von einem Glücksfall gesprochen werden und natürlich auch ist dieser Glücksfall und dieses glimpfliche Ausgehen mit dem schnellen und unmittelbaren Eingreifen der Behörden und der Einsatzkräfte verbunden.